Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuer, Glut und Herzblut Grill-Podcast. Heute ist der Nico leider nicht mit dabei. Dafür habe ich heute einen Gast mit hier auf meiner Couch sitzen. Ja, ihr hört ihn schon grinsen. Wir sitzen hier gemeinsam schön bei einem Gin Tonic. Und es ist schon ein sehr besonderer Gast, weil wir kennen uns schon lange, lange bevor irgendwie so das Barbecue-Bloggen bei uns beiden angefangen hat. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt. Ja, ganz toll. Ja. Und vielleicht erkennt ihr ihn auch an der Stimme. Bei mir ist Kevin aka Onkel Kete. Hallo. Hallo, moinsen. Ja, Kevin, erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Onkel Kete bist? Stell dich mal kurz vor, erzähl erst mal, was Onkel Kete ist und was du so machst. Ja, wie gesagt, ich bin der Onkel Kete, bin fast 30 Jahre alt, komme aus dem nicht so schönen Dortmund, wie ich immer so gerne sage. Nein, ist ganz okay dort. Ja, ich blogge übers Grillen. Den Hauptverantwortlichen, den habe ich hier gerade neben mir sitzen. Das ist mittlerweile auch schon in so ziemlich jeder Geschichte, wo ich gefragt werde, warum ich blogge, niedergelegt. Absolut. Und zwar, so oft musst du das dann auch nicht erwähnen, aber danke. Ja, doch, du stehst da schon immer überall mit drin. Und jetzt finde ich auch wichtig, ja. Ja, und jetzt erzählst du das hier und dann schließt sich der Kreis. Genau, dann ist da, ja genau, dann wird immer der Verweis auf die Folge kommen. Ja, ich habe ja Koch gelernt vor einigen Jahren und musste dann gesundheitsbedingt quasi den Job an den Nagel hängen, wollte aber auch parallel was anderes machen. Bin jetzt halt in der IT-Branche, beziehungsweise im Agenturwesen, Design und Entwicklung. Ja, und dann lag es irgendwann nahe, ich hatte Bock auf Grill, ne? Martin, du hattest ja zu der Zeit, ich glaube, hattest du schon den Grill, den ersten? Oder hattest Ich glaube, das war so die erste Phase, wo wir so auch an Wettbewerben und so teilgenommen haben, glaube ich. Mhm. So, da hatte ich, glaube ich, meinen ersten Weber Kugelgrill und habe so ausprobiert, was man damit so alles machen kann. Genau, ja, genau, da fing das so an. Genau, und da wollte ich, glaube ich, auch den ersten, habe ich meine Kugel, glaube ich, auch geholt und hatte dich irgendwie gefragt, worauf man achten müsste. Oder. Ja, irgendwie so fing das dann an, ja. Genau, und dann habe ich, Also du hast so einen Ugly Smoker gebaut, ne? Ja, genau, ja. Ja, wobei das kam ja dann erst danach. Das war erst später. Erst hatte ich mir die Kugel geholt und wollte mir so eine Art Rezeptgeschichte machen, weil ich das aus der Kochausbildung noch kannte. Da habe ich so ein kleines Büchlein gehabt und habe mir halt immer die Sachen aufgeschrieben, die ich gemacht habe, und habe auch immer so Notizen dabei gemacht. Okay, das war jetzt nicht so gut. Kann man nächstes Mal irgendwie besser machen oder da nochmal eine Zutat ändern. Ja, da warst du ja direkt der Erste, der gesagt hat, ja, mach doch mal hier so einen Blog auf, ne? Ja, aber das ist auch so, ich habe es auch irgendwie ganz schnell gemerkt, wenn wir uns mal so unterhalten haben und so, dass du auch irgendwie, weiß ich nicht, das passt halt gut, ne? Auch ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass du eine super YouTube-Show machen könntest. Das wäre sehr witzig, definitiv. Ja, auf Instagram bin ich ja schon so ein bisschen am Üben, ne? Dass ich da so meinen täglichen Wahnsinn da mal zur Schau stelle. Ist auch sehr oft sehr lustig und macht auch relativ viel Spaß. Ja gut, YouTube, ne, das ist ja nochmal so eine ganz eigene, andere Welt. Wird auf jeden Fall auch in Angriff genommen, weil mir diese Videoschneiderei da momentan sehr viel Spaß macht. Sind jetzt so ein paar Videos mal entstanden, hat Laune gemacht. Ja, muss mal gucken, wie man das weiterentwickelt. Ne? Aber wir haben jetzt ganz viel übersprungen. Ja. Du hast so ein paar Rezepte, so wolltest du ein Rezeptbüchlein machen oder sowas. Genau, ja. Und dann hatte ich dir das erzählt, dass ich das vorhab? Oder war das im Zuge der? Ich weiß nicht mehr genau. So genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall hattest du ja dann, oder hatten wir auch darüber gesprochen, dass ich dann diese berufliche Veränderung hatte oder hab und dass ich mich eigentlich relativ gut mit Webseitenbauen auskenne. Und da meintest du ja, das wird naheliegen als gelernter Koch mit dem Hintergrundwissen, dass man sowas einfach mal so für die Allgemeinheit quasi festhält. Ja. Wo ich erst noch gesagt habe, ne, so ein Quatsch, und es gibt ja so viele und jetzt brauchen wir damit nicht mehr anfangen. Ja, und dann habe ich natürlich ein bisschen rumrecherchiert, geguckt, was die anderen so machen, was man allgemein so machen kann, wo ich Bock drauf habe. Und die Szene war jetzt zu der Zeit jetzt noch nicht so riesig, wie es jetzt ist, ne? Ja, also da war es wirklich noch sehr schmal. Also da gab es
halt so die üblichen verdächtigen Großen, die es jetzt auch noch gibt. Den Barbecue-Pitten, das habe ich mir natürlich damals angeschaut, den Thorsten, ne? Pogge Grillt war auch groß im Rennen, da kann ich mich noch dran erinnern. Da war seinerzeit echt, der hat die Bilder, die er gemacht hat, da habe ich immer sehr viel Respekt vor gehabt. Also da war ich bei weitem noch nicht so weit mit Fotos, wie es dann jetzt mittlerweile ist. Aber ja, wie gesagt, ne, dann habe ich mir so ein paar Seiten angeschaut und ja, habe dann einfach gesagt, ne, fängst du mal an. Auch jetzt nicht irgendwie groß mit zack, direkt 10 Beiträge, sondern einfach erstmal so ein Hallo, hier bin ich, ich habe vor, irgendwie ein bisschen zu grillen und irgendwie so die Entwicklung quasi zu dokumentieren darüber. Und so nahm das dann seinen Lauf. Ja. Hat sich das so entwickelt, ne? Ja, genau. Wie ist es Dortmund der Nippel der Welt? Ja, wir hatten jetzt gerade schon vorhin an so ein kleines lustiges Gespräch über Nippel. Ja. Wundert euch nicht. Ja, wie ist das so, dass du, bist du, wo würdest du dich jetzt so sehen in der Blogger-Szene oder wie würdest du generell vielleicht so die Blogger-Szene sehen bei den Barbecue-Leuten? Ich meine, jetzt wo ich so einen richtigen Blogger bei mir habe, ich bin ja nur wirklich so eher der ab und zu mal was in seinem Blog festhält, wenn er was erlebt hat, aber dass du Rezepte entwickelt und postet, dazu habe ich kaum noch Zeit. Ja. Wie sieht's da so aus gerade? Boah, jetzt allgemein betrachtet oder meinst du? Ja, und deinen Blogbezug auf die Allgemeinheit vielleicht. Ja, mal, also selber kann ich das schwer einschätzen, ich weiß es nicht. Also da, ich könnte jetzt nicht sagen, ich gehöre irgendwie zu den Top 5 oder 10 oder 15 oder 20. Boah, das. Was man auf jeden Fall sagen muss, ganz ehrlich, ne, und das sage ich jetzt nicht nur, weil die Onkel Käthe hier neben mir sitzt, sondern ist echt so, ihr müsst mal auf die Seite gehen von ihm. Ich finde, das ist einfach optisch der allerschönste Blog. Und auch nicht so, dass es so vielleicht optisch so schön ist, sondern das ist super gut gemacht einfach. Du kannst es bedienen. Sieht auf dem iPhone geil aus, es sieht auf dem iPad gut aus, auf dem 27 Zoll iMac sieht es immer noch geil aus. Ne? Und das ist dann aber nicht das gleiche, das Blog-Theme, was einfach alle so benutzen, sondern es ist halt echt was Eigenes, ne? Und kreativ und geschmackvoll, ne? Also das muss ich immer wieder sagen. Danke. Da hast du auf jeden Fall in der Grillszene hier einen Benchmark gesetzt. Danke. Ja, das war halt so das so ein Teil der Analyse, ne, weil ich mir natürlich auch, als ich mir die Webseiten angeschaut habe, relativ schnell aufgefallen ist, ja, dass viele noch, ja, so, ich sag mal, Standard-Templates verwenden, was ja auch nicht verkehrt ist, ne, wenn die guten Content machen, ne, also da sind die Rezepte ja trotzdem toll. Aber da habe ich dann halt so mein Start quasi gesehen, dass ich da so ein bisschen mit dem, was ich beruflich dann mittlerweile schon gemacht habe oder wo es in die Richtung, die es dann gegangen ist, ja, dass ich dann einfach mal gucke, was ordentlich ist und direkt von vornherein schon eine gute Seite zu bauen. Ja, man merkt, glaube ich, auch direkt, aus welcher Richtung du jetzt kommst. Ne? Und mit der Vorkenntnis, dass du halt Koch bist, ist halt echt eine mega Win-Win-Situation. Ja, das war... Ja, da bin ich dir bis heute noch sehr, sehr dankbar. Du hast ehrlich. Ja selber dazu entschieden. Ja, ne? Aber ich glaube, ich hätte das niemals gemacht, hätte da nicht einer gesagt, komm, hier, versuch doch mal. Ne? Man muss dazu sagen, wir beide waren sehr, sehr früh bei Instagram am Start. Das war kurz, nachdem es die App gab damals, ne? Ja. Was war das, auf ein iPhone 3 GS oder sowas? Ich glaube, das war mit das erste, ja. Da konnte man noch mit einem Foto, was man gepostet hatte und was dann irgendwie 10 Likes hatte, auf die Top-Page kommen. Ja, also wenn du irgendwie 150 Likes oder so hattest, warst du definitiv immer in hier Most Viewed, oder? Ja, genau, da wo jetzt die Suche ist bei Instagram, war früher immer so die aktuellen heißen Bilder quasi und da hat man das noch geschafft und man kannte die Leute irgendwie auch noch. Ja, genau. Ja, man lässt sich dann irgendwie, aber das war weit bevor das aufgekauft wurde, ne? Also das war schon echt so, ja, zu dem Beginn so von Instagram. Ne? Ja, das dürfte gut 7-8 Jahre her sein, schon fast. Ja, Wahnsinn, das ist schon echt eine gute... Ja, und jetzt kommt mit den Stories ist ja auch wieder ein gutes Erzählelement dazugekommen. Ja. Haben die gut bei Snapchat geklaut und macht immer wieder Spaß. Es gibt ja viele Sachen, die man eigentlich nie gepostet hätte, aber ne, dann stellt man das halt mal mit da rein. Ne? Genau, ja. Ja, immer den Finger drauf halten. Man muss nicht groß irgendwie was schreiben oder posten. Also nicht posten, sondern so dazu dichten. Man hält einfach gedrückt, schickt ab. Ja. Perfekt so. Ja, da muss man das auch manchmal nicht bereuen, weil es nach 24 Stunden gelöscht ist. Ja, gut, man kann es ja zur Not dann wirklich auch unmittelbar löschen, aber dann braucht man es auch einfach nicht abschicken. Ja. Absolut, das ist eine lustige Nummer, ja. Wie ist das so
mit deinem Blog? Es gibt ja viele, die machen Kooperationen oder bezahlten Content oder sowas. Mhm. Wie ist da so deine Philosophie? Ja. Also bist du so eher der, der dann sagt, ich arbeite mit Firmen zusammen, ich teste das mal und dann meine ehrliche Meinung geht da so raus? Oder ist das eigentlich alles egal? Oder? Ja, also da, gute Frage. Also sowohl als auch. Also wenn ich natürlich kommt dann immer, je länger man dabei ist, ne, desto höher wird, also desto mehr Likes hat man irgendwann, desto interessanter wird man dann für irgendwelche Firmen. Ja. Und man kriegt da halt schon echt einen Haufen Anfragen, wovon dann auch viele direkt ausgemistet werden. Eine lustige Geschichte an dieser Stelle vielleicht mal. Ich habe am Anfang dieses Jahres eine E-Mail bekommen, eine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen. Die haben mir eine Mail geschickt, Betreff war Food Truck in deiner Stadt. Und dann stand direkt am Anfang drin, lieber Herr Käthe, wir möchten Sie recht herzlich zu unserem Foodtruck einladen. Es gibt vegane Burger und dann kam dann noch so ein irgendwie 5-6 Zeilen weiter, eine riesenlange Mail. Und dann habe ich nur darauf zurückgeschrieben, weil mich das. Also natürlich habe ich mir hinterher nochmal komplett durchgelesen, ne, aber ich habe dann einfach nur ganz frech geantwortet, bei vegane Burger habe ich aufgehört zu lesen, aber viel Erfolg bei der Suche nach einem anderen passenden Blogger. Mhm. Das ist dann so ein Paradebeispiel dafür, dass. Ja, dass auch mal so Anfragen kommen, die dann, ne, also wenn man bei mir auf die Instagram-Seite guckt oder auf Facebook, da ist alles voller Fleisch, da sieht man eigentlich direkt, dass ich mit veganen... Du hättest ja immer aufgeschlossen sein können. Ja, na gut. Ne, da, die haben sich bestimmt was ganz Tolles einfallen lassen. Ja, natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich dann kein Fleisch essen muss, ne, obwohl ich es dann vielleicht auch gerne würde. Aber also ich habe ja jetzt zum Beispiel mit einem Küchenjungen auch für den WWF einen veganen Hotdog gemacht. Ja. Aber wir haben auch ein Fleisch gemacht. Okay, ja gut, dann hast du ja trotzdem wieder. Ja, hätten die jetzt auch einen Fleischburger da angeboten, dann wäre ich vielleicht auch vorbei. Nee, aber das ist dann halt so ein Beispiel. Naja, dann kam dann so eine, ja, vielleicht im ersten Moment freche Antwort rüber, die haben es aber mit Humor genommen, haben dann mit einem zwinkernden Smiley zurückgeantwortet, ne? Also haben dann wirklich wahrgenommen, die haben es nicht richtig analysiert und selber schon so kommen. Also es muss halt irgendwie auch zu einem passen, ne? Ja, genau, ja. Ja, und das ist halt das, ne? Also so bezahlte Sachen, da bin ich oder habe ich immer so die Philosophie gehabt, es gibt ja auch Blogger so in der Szene, die sagen, ich mache gar nichts bezahlt, aber für mich ist das, also ich mache eine Geschichte nur, wenn ich dahinter stehe und wenn ich mein eigenes Konzept da irgendwie hinter verwickle. Ja, wenn man auch sagen kann, man hat Bock drauf. Ne? Genau, ja, genau. Ja. Da hatte ich ja zum Beispiel so ein, zwei Sachen, da bei einer Sache hatte ich erst ein bisschen Bauchschmerzen, habe dann aber relativ schnell abgeklärt, okay, wenn das unter, also zu den Bedingungen läuft, wie ich es gerne haben möchte und Rezeptentwicklung dann wirklich bei mir stattfindet und mir nicht irgendwas vorgehalten wird, dann können wir das gerne machen. Aber ich würde jetzt niemals, wenn mir Firma XY sagt, ich stell dir einen Grill dahin, du kriegst 1000 Euro dafür, dass du da was Tolles drüber schreibst, obwohl ich dann hinterher merke, das Ding ist Rotze. Ne, das finde ich halt immer, das muss man differenzieren, ob man da Geld für bekommt, was angeleitet ist, posten zu müssen, auch wenn man es nicht möchte, oder man hat halt selbst noch die Entwicklung in der Hand, ne? Also man sagt selbst, was man sich vorstellt. Wie man vielleicht gehört hat, ne? So Sachen, so eine Rezeptentwicklung und so kostet auch Zeit, weil es wird immer so vorgeworfen, Bloggern wird alles in den Arsch geschoben und was wird immer so gern gesagt? Ja, die kriegen ja sowieso alles umsonst. Ja, umsonst und bezahlt und so. Ich glaube, also man darf sich das echt nicht so einfach vorstellen. Ne? Und, ja, du kennst das ja selber auch, ne? Du hast ja selber auch einen Blog. Ja. Also. Und wenn man das mal vergleicht, was sie dann teilweise an Content bekommen für wenig Geld, das ist ja auch oft so die Devise von Firmen, dass sie dadurch vielleicht billiger Content erstellt bekommen und so. Ja. Ist, glaube ich, ist alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man sich das so vorstellt. Mhm, ja. Ja. Ja, absolut. Auch wenn du dann bedenkst, ich meine, ich komme jetzt so aus dem Agenturwesen, so mehr oder weniger. Ich weiß ganz genau, wenn wir irgendwelche Webseiten, irgendwelche Kunden hatten, wo wir Texte aufbereiten müssen, was die Texter da alleine für Summen nehmen und dann ist es wirklich nur irgendwie kurz mal gegoogelt, was das Thema gerade, was da für ein Thema ist, einfach irgendwas runtergeschrieben, dann musste hinterher trotzdem noch zigmal drüber korrigiert werden und das war dann wirklich nur Schreiben, da war dann keine Gedanken machen über ein Rezept, dann wirklich Bilder, das Produzieren, das Kochen an sich, die Kosten, die du dann quasi schon für das Equipment alleine aufbringen musst, ne? Also das ist schon, ja, ist jetzt, ja, Knochenjob
ist es jetzt nicht. Gut, wenn du es jetzt hauptberuflich machst und du machst da jeden Tag deine, weiß nicht, zwei, drei Rezepte, um jeden Tag in der Woche eins rauszuhauen, ist das schon was anderes. Aber das muss einen dann trotzdem noch, also das wird ja ein Knochenjob, sobald, glaube ich, eigentlich es dir nicht mehr Spaß macht oder du so viel machst, dass du nicht mehr hinterherkommst, oder? Mm, ja, genau. Und so lange ist das, glaube ich, ganz cool. Ja. Ja. Wie sieht's aus? 2017 ist ja als Griller schon fast vorbei von den Events her, oder? Ja. Gab's irgendwelche Highlights? Gibt's irgendwas, worauf dich 2018 freust, wo du sagst, da gehe ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin? Ja, mein absolutes Highlight war dieses Jahr die Reise mit Ankerkraut zusammen nach Mallorca, um nochmal so diese, ja, da haben viele im Vorfeld auch gesagt, irgendwie eine lustige Reise mit lustigen Leuten. Ich meine, klar war es lustig und hat Spaß gemacht, aber es war halt trotzdem, ja, eine kooperative Reise, ne? Also wir haben da nicht nur die ganze Zeit im Pool gelegen und haben uns da einen flauen Lenz gemacht, wir haben da wirklich auch was produziert und haben getüftelt, an neuen Gewürzen darum gewerkelt, haben Tastings gemacht, ein paar neue Produkte, die jetzt bald noch kommen. Ich glaube, da darf ich gar nichts zu sagen. Auf jeden Fall kommt da noch was Neues, was wir da auch ausprobiert und quasi schon mal so vorentwickelt haben. Und das war halt einfach so unter dieser Kulisse. Man war wirklich abgeschnitten von der Menschheit. Du hättest da rumschreien, oder du konntest da rumschreien, das hat niemand gehört, weil das Gelände einfach so riesengroß war. Und das, ja, auch mit den Leuten, ja, also mittlerweile ist das ja so eine große Blogger-Family, ne, jeder kennt jeden. Und man freut sich dann auch auf die meisten oder auf viele, die dann wiederzusehen und dann sich zu unterhalten, was da so los war. Und war halt einfach eine coole Nummer. Und da habe ich mich, also das war so mein Highlight dieses Jahr. Und ja, mal schauen, ob es nächstes Jahr dann auch noch was gibt. Spurger freue ich mich eigentlich immer drauf. Das ist immer so ein Thema. Grünmesse, ja, was Spurger ist immer irgendwie für mich, ist stressig dort und geht zu schnell vorbei. Man hat zu wenig Zeit, um mit allen zu reden, mit denen man reden möchte. Genau. Ja, sonst war ich immer nur einen Tag da. Letztes Jahr war ich ja nur ein paar Stunden da, weil wegen meinem Fuß. Mit dem Buch noch, ne? Ja, genau. Mhm. Und dieses Jahr war ich zwei Tage, es waren auch keine zwei vollen Tage, jeweils so 5 Stunden oder 6 Stunden. Und die Zeit ist so an einem vorbeigerast, das war echt nicht schön. Ja. Ja, wobei das schon cool war, also dort vor Ort. Ja. Aber das habe ich dieses Jahr auch das erste Mal gemerkt, dass man dann wirklich, ne, man unterhält sich auch mit den Leuten, man kennt die mittlerweile, ne? Ja. Man hat mit einigen auch schon zusammengearbeitet. Man trifft halt Leute und du willst eigentlich gerade irgendwo hingehen und dann bleibst du da stehen und verquatscht dich noch mit denen und dann sieht's mit der Zeit ganz böse aus. Genau, deswegen habe ich auch schon, mir eigentlich fest vorgenommen, gibt's die Termine für nächstes Jahr schon? Also sind Spurger die schon gibt's, ja. Das ist eigentlich immer letzte Woche im September, im August und erste Woche im September, meine ich, oder irgendwie so. Ja. Doch, das kommt hin. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall dann mal versuchen, mit einem Tag Urlaub, dass man da wirklich mal 2 Tage mitnimmt und sich da wirklich Zeit nimmt, auch mal, ne, nicht, also dieses Jahr fand ich das schon fast, ja, so darüber hetzen, obwohl man keine festen Termine hat, aber gerade, wie du schon sagtest, ne, du triffst dann Leute zwischendurch noch, dann ist da vielleicht gerade eine Präsentation, dann läufst du darüber, dann wieder quer durch die Hallen und ja, am Ende des Tages hast du zwar viele Leute gesehen, aber du hättest gerne noch mehr gesehen. Ja. Aber da freue ich mich nächstes Jahr drauf, dann mit einem Tag mehr. Wie sieht's denn bei dir in Zukunft aus mit deinem Blog? Werden wir da irgendwie noch mehr sehen oder gibt's da irgendwas, wo du sagst, du entwickelst dich jetzt weiter? Ja. Was man also erzählen kann? Wie siehst du das mit dem Bloggen so für dich selbst gerade? Ja, dadurch, dass ich es halt nicht hauptberuflich mache, sondern nach wie vor ein Hobby ist und ich es nebenbei mache und gerne mache, habe ich ja auch keine festen Tage wie jetzt, weiß nicht, andere Blogger in den Bereichen oder YouTuber auch meinetwegen, ne, die dann wirklich 1-2 feste Tage in der Woche haben, wo sie da was abliefern müssen auch mittlerweile, weil die Fans einfach drauf warten. Und da bin ich halt relativ froh drüber, dass es dann halt nicht so eine Arbeit, also zu einem festen Bestandteil wird in Bezug darauf, dass man das dann halt gezwungen, also ne, das ist dann halt so ein... Ab dem Moment macht es dann ja eigentlich auch keinen Spaß, aber genau, zum Beispiel, worauf ich hinaus wollte, du machst ja jetzt zum Beispiel diese Aktion FKK, ne? Was ist das zum Beispiel genau? Ja, da haben wir mit dem, das war relativ lustig, ich habe mit einem, mit Florian, also Florian von Big Meat Love und ich, wir haben mit Dry Asia eine Kooperation
Anfang des Jahres beginnt, geschlossen. Und da kam der Klaus vom Barbecue Store aus Kassel dann direkt an und sagte, ey, jetzt habt ihr auch so einen Kasten stehen. Komm, lass uns mal irgendwas zusammen machen. Und das ist ja auch, wobei es dabei eigentlich ankommt, ne? Dass man irgendwie so Aktionen gemeinsam startet. Ja. War direkt cool, haben wir uns einfallen lassen, okay, wie nennen wir das? So, erster Buchstabe, Initialen vom Vornamen, FKK, viel nacktes Fleisch dahinter. Die Leute, ne, Sex Sells, so nach dem Motto, viele gucken sich das an. Ja, also okay, es gibt bald Nacktbilder bei euch. Genau, ja, nacktes, ja, Bilder von nacktem Fleisch, ja. Genau, sowas, also, ne, da freue ich mich eigentlich immer drüber, wenn man dann, nicht nur Kooperationspartner im Sinne von irgendwelchen Firmen hat, mit denen man was zusammen macht, sondern auch untereinander unter den Bloggern. Ja. Wenn es da viele gemeinsame Interessen gibt sowieso, wenn die Zeit dann da ist und man sowas planen kann. Also jetzt für 2018 explizit ist noch nichts geplant, soweit ich jetzt gerade weiß. Aber da wird mit Sicherheit irgendwas kommen. Also ja. Da haben wir schon. Wo kann man dich am besten verfolgen, auch im Internet, dass man das auch mitbekommt? Ja, also auf Instagram bin ich eigentlich am aktivsten. Ne, da und den Stories schon, eigentlich, genau, oder? Ja, genau, die Stories, die sind, da bin ich immer ganz aktiv. Ich gucke auch. Einfach nur Onkel Käthe. Genau, Onkel Käthe zusammengeschrieben, ohne mit dem Bindestrich, ja. Alles klein. Genau, und sonst auf Facebook, da poste ich dann neben den Beiträgen, die ich dann, ja, nahezu wöchentlich, wenn ich schaffe, ansonsten alle zwei Wochen, poste ich halt so auch ab und zu mal was, ne, aber ich gucke dann schon, dass da immer genug Content fließt, ne, dass das läuft, ja. Und dann am besten einfach, wenn man was von dir wissen will, auf Facebook anschreiben oder genau. Auf Instagram. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man irgendwelche Fragen hat oder irgendwas wissen will, ich bin auch immer sehr dankbar über Kritik jeglicher Art, ne, auch wenn es irgendwas nicht gefällt, immer her damit. Ja. Hast du aktuell irgendwie ein Lieblingsspielzeug, so, also ein Grill oder so, womit du besonders gerne arbeitest? Oder ein Gadget oder so, wo du sagst, das ist so gerade der heiße Scheiß? Ja, mit dem Timberline von Träger, das ist momentan, okay, das macht einfach so viel Spaß, also mit dieser Konnektivität und mit der App, und das Ding läuft wie ein Uhrenwerk. Und ja, dadurch, dass ich jetzt halt so richtig Bock auf so Videogeschichten hab, hier mit meinem Gimbal da so ein bisschen rumfilmen, ein Handy rein. Okay. Und ja, also da gibt's so viel. Das ist so ein bisschen das, wo ich so in der Krux bin. Ne? Ich möchte am liebsten noch mehr machen, aber ich habe halt eine Freundin, ich habe zwei Kinder. Ne, natürlich geht die Familie immer vor, und ja, das muss man halt so ein bisschen in die Waage bekommen. Ne? Man sollte nicht alles opfern für das eine Hobby. Nein, auf das ist wohl wahr. Ja, ich bin ja schon froh, dass ich so eine tolerante Freundin habe, die das wirklich alles mitmacht. Ne? Also. Und wenn du mir jetzt noch ein Rezept verraten würdest, so was dein Lieblingsrezept ist, oder wo du sagst, dass so das, was dich gerade am meisten so flasht oder so, irgendwas, was in deinem Blog steht, was wir natürlich verlinken können. Ja, also der Renner, auch wenn man das nicht glaubt, wenn ich über das Grillen blogge, ist die sind Zimtschnecken mit Bacon drin. Ah, die waren auch geil. Du hast die einmal gemacht bei einem Meetup. Ah ja, bei dem Dirk, ne? Das war so hart gut. Das war richtig geil. Ja, das ist irgendwie so, Bacon Bomb war lange Zeit der Renner, aber das ist irgendwie so das Ding, was auch am meisten aufgerufen wird, oder? Ja, das hat die meisten Aufrufe, das Rezept, ja. Bacon Bomb läuft auch bei uns sehr, sehr gut, vorher Gluten, Herzblut, glaube ich. Und, aber eine Sache war auch davor. Ich muss mal den Nico fragen. Kommst du, Nico, mal nicht da? Ja. Sag uns doch mal. Ja. Ja. Genau, das ist so das. Okay, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Mhm. Guckt euch das mal an. Das Rezept ist der Hammer. Also, allein der Duft in der Küche, ne, ist grandios. Und wenn man diese Zimtschnecken mit dem Bacon hat, also das war bei dem Meetup, hat das allem wirklich, und wir hatten geile Sachen auf dem Grill, die Show gestohlen, wo die Dinger auf einmal ausgepackt wurden. Du hast ja auch den Teig richtig da vor Ort gemacht und so. Ja, genau. Sogar, ne? Ich habe wirklich nur die Zutaten mitgenommen und habe den Teig da noch geknetet. Und das war der Hammer. Das war schon ein sehr cooles Meetup. Wenn ihr auch wissen wollt, wann das nächste Meetup stattfindet, guckt mal einfach auf Meetup, CGN, auf Facebook. Der Nico wird das bestimmt auch verlinken. Vielen Dank nochmal, Nico, an dieser Stelle, dass du das immer so schön aufbereitest und online stellst. Das ist, glaube ich, viel mehr Arbeit, als dass wir hier schön Gin Tonic gerade trinken und uns unterhalten. Ja. Ne? Ist auch sehr respektabel. Und auf jeden Fall. Ja. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren. Bewertet uns auf iTunes. Könnt uns gerne irgendwie anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Also wir beantworten immer alles gerne. Ja,
Und wenn ihr Kritik, Anregungen oder sowas habt, dann natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kevin, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Kevin ist nach einem Event gerade quasi... Ja, kurz. Ja. Nicht kurz, ja. Einfach Kevin ist quasi vor der Anuga hier. Ich komme heute von der Anuga und da dachten wir, jetzt müssen wir eine Folge aufnehmen für euch. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben auf jeden Fall einen schönen Abend hier. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ja. Bis Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuerkluten Herzblut. Heute mal nicht mit Nico, aber dafür haben wir einen Gast, und zwar mit der Kevin. Hallo Kevin. Moinsen, hi. Kevin, du bist ja heute nicht umsonst da. Sag uns, welches Thema brennt dir da so auf den auf der Seele, dass du dich berufen gefühlt hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Ja, wir haben uns ja letztens schon über so ein brisantes Thema unterhalten. Da ging es im übertragenen Sinne auch um Flammen, um Brennen und Glut und Feuer. Und Glut und Feuer nämlich auch, ja. Und zwar habe ich aktuell mit meiner Freundin so ein bisschen zu kämpfen. Und zwar brennen ja die Nippel, also jetzt so ein Brustwarzen brennen. Und ich hatte ja schon erzählt, dass sie kratzt sich das mittlerweile schon so wund. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt hattest du ja erzählt, du hast da schon Erfahrung mit. Ja, also meine Frau, die zwei Kinder gestillt hat, also Nippel ist echt ein Thema, das muss man auch mal einfach hier im Podcast auch mal thematisieren. Das kannst du jetzt nicht sagen, das ist so ein Ding, das lassen wir unter den Tisch fallen. Ja, ich finde das auch wichtig, ne, dass man gerade auch mal so im übertragenen Sinne die Sachen auch mal ja einfach thematisiert, ne, weil das ist schon ein ernstzunehmendes Thema. Da kann von einer Entzündung bis hin zu vielleicht Amputation alles stattfinden. Aber jetzt mal ganz ernst. Ne? habt ihr es mal mit Heilwolle probiert? ehrlich gesagt nicht, aber wir haben hinten, wir haben zwei Gefrierfächer und in einem haben wir tatsächlich noch vom Abpumpen früher Muttermilch gefunden und haben es versucht damit einzureiben.
dachte, du sagst jetzt, ich habe noch einen Ersatz, eine Pizza. Also, das hat nicht funktioniert. Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben wirklich alles probiert. Ich bin in die Apotheke gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Euro ich da gelassen habe. Ich habe gesagt, hört mal zu, ne, ich habe hier einen dringenden Notfall. Meiner Frau fallen die Brustwarzen gleich ab. Was habt ihr da? Vaseline, Bepanthen, Mirfolan. Die haben mir erstmal alles an Creme mitgegeben. Ich habe gesagt, egal was, ne, gib mir das mit. Ich musste irgendwie beruhigt bekommen. Ne? Die hat, du kannst dir das nicht vorstellen, nachts alles zusammengeschrien. Ich dachte, es wäre, wer weiß, was passiert. Ja, wäre schön, wenn es wer weiß, was gewesen wäre, aber die stand heulend vor mir. Und die Brustwarzen waren am Bluten. Ich glaube, das sind einfach, das ist einfach das Problem, wenn du Reizwäsche. Also, jetzt mal Scherz beiseite. Wir haben auch heute wieder Zuschauerfragen mitgebracht. Ja. Dragon 18 aus dem Media.de Forum fragt, mir tun seit Tagen die Brustwarzen weh, sind im Moment sehr empfindlich bei der kleinsten Berührung. Stehen Sie schon, das war vorher nie so. Und mein Unterleib zieht sich etwas zusammen. Ja, okay, Nico. Es reicht jetzt, ja? Ja, hab ich nur verarscht. Lass mal. Wir nehmen jetzt die, wirklich die Folge auf. Hört sich gut an, ja. Ja. Ich hätte es gerne noch durchgezogen. Aber ich glaube, das war mit dem Besuch. Ich habe schon immer nicht was. So. Wie geil ist das? Okay, nächstes Thema. Mhm. Aber wir müssen das hier resetten, das geht so nicht weiter. Mhm. So. Komm, wir hören uns das mal das Intro an. Das macht uns vielleicht ein bisschen seriöser. Mhm.